Das ist eine neue Ausgabe vom ZUL. Auch heute spielen die zwei Spieler gegeneinander. Wir haben 100 ZUL-Fans gefragt zu diversen Fragen. Drei Runden spielen wir und los geht's. Das schönste Stadion der Schweiz. Simon. Hallenstadion. Sehr gut. 40 haben das gesagt. Severin. 50 haben das gesagt sogar. 50. Davos, weißt du? Vaillant Arena oder so. Davos ist auf jeden Fall vertreten mit 10 Fans. 10 für dich. Das sind also Z-Fans, haben das gesagt. Genau, 100 ZSC-Fans. Nur national. Ist alles national, ja. Ja, also ich sage. Valascha. 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 Ist leider ein X. Ist Ambri, oder? Ja. Valascha Arena. Wie heisst die jetzt Bern? Ich könnte auch Bern sagen, das Name. Bern ist nämlich mit der Wii mit 20 Fans. Lugano in dem Fall. Lugano ist leider. Das zweite X gibt es ja, für dich. Die Zuger. Zuger Bossart Arena. Oder ehemals Härti ist mit dabei, auf Platz 2 sogar. 18 Fans hat das gesagt. Jetzt aber, hä? Kommst du fast noch an Simon her? Was ist, wenn ich jetzt. Wenn jetzt das 3DX hast, den fairen Live fertig spielen und ich mit den Punkten fast platt mache. Also ich sage. Biel. Biel ist nicht. 3DX. Severin, du hast noch kein X. Jetzt kannst du schön Punkte holen. Was könnte es noch sein? Also, was ist die Frage? Schönste, oder? Schönste Stadion von der Schweiz. Schönste Stadion von der Schweiz. Ja, was haben wir noch? Ja, Schlurfberg, oder? Schlurfberg ist leider nicht mehr dabei. Nein, aber es ist jemand, der dabei ist, anstelle von Kloten. Ah, mehr kann er also nicht mehr haben. Also, hey, da bin ich schon cool. Es sind so wenig Punkte. Ja, also es ist Nazi B und Nazi A. Ja. Also in dem Fall ab. Rapperswil, genau, ist mit dabei. Kommt die drei Punkte. Okay. Ah nein, 5 sind sogar, sorry. Ja, das ist aber auch langsam gut. Jetzt hilfe ich nicht mehr. Wer ist letzt? Weiter weg, weiter weg. Genf. Oder, gibt ja. Leider zwei Punkte. Lausanne. Gibt noch einen Punkt auf dein Konto. Zwei sogar. Das steht etwas anderes in meiner Karte. Zwei Punkte. Hey, aber 50-50, schau, als hätten wir es geplant. Okay, wir gehen in die zweite Runde. Sind ihr ready? Yes. Und zwar ein ehemaliger Spieler vom ZSC. Aris Ulan. Hey, Simon, wo du mal zuerst war. Wann haben wir das gefragt? Im jetzt Frühling. Also in der Playoff-Serie. Der, den du meinst, ist noch nicht dabei. Ja, also in dem Fall Michel Seiter. Michel Seiter? Er hat leider nur gesagt. Aris Ulander. Aris Ulander ist Top-Antwort. 43, er hat es dir eigentlich noch vorgelegt. Ja, ist ein bisschen unfair. Ja. Claudio Micheli. Claudio Micheli. Auch das niemand gesagt. Jan Elston. Jan Elston. Hüppi Lausanne. Hat aber leider auch niemand gesagt. Ich habe gut gesagt bis jetzt. Du hast gut gesagt. Es ist aber alles richtig, nur hat es niemand gesagt. Martin Kaut. Martin Kaut. Wow. Nein, leider. Da hat es 3 X. Ja, der Kruto. Kruto, gibt es nächste X? Ja. Der Salis. Oh, Edgar Salis. Platz 2. Wow. 18. 16 Punkte. 109 für den Severin. Da war ich nicht richtig gespielt, nur Mark Streit. Mark Streit, sehr gute Antwort, aber hat leider nicht gesagt. Was sind da für 3x auf beiden Seiten, dementsprechend lösen wir auf. Platz 6 wäre gewesen, mit Chad Silver. 6 Stück. Dann auf Platz 5 Andreas Zehnder. 10 Fans. Der Bruno Vollmer. 4 11 Fans. Und Domenico Pitis, 14 Fans. 109 für den Severin, 50 für den Simon. Also jetzt alles oder nichts. Letzte Runde, nochmal Vollgas geben. Die Frage lautet: etwas, das man zum Hockeyspielen braucht. Severin ist zuerst. Stock.
ist die Top-Antwort. 45 Punkte für den Severin. Das wird 35, 35. Das ist alles falsch auf meiner Karte. 35. Bin ich dran, oder? Du bist dran. Ja, Schlittschuhe. Schlittschuhe. Sehr gut. Ist mit dabei. Platz 5 aber nur, haben 7 Fans gesagt. Der Helm. Der Helm. Gehört zu der Ausrüstung. Lassen wir gelten, 20 hey. Fans. Sehr grosszügig der Ski heute. Sehr grosszügig. Wow. Back. Platz 2. 25 Punkte. Schiedsrichter. Zuerst X. Ja, das Eisfeld. Eisfeld. Fans! Gibt es wieder ein Six? Die nächsten zwei, die noch fehlen, sind nicht Ausrüstung, oder, sondern etwas, was man braucht als Typ, sage ich jetzt mal, als Spieler. Also. Was braucht man als Spieler schon in jungen Jahren zum gross werden? Biss! Gibt Energie! Okay! Das ist wirklich grosszügig. Das ist das andere, ist nochmal so eins. Mhm. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, richtig, aber leider niemand gesagt, außer der Regie ist sehr gross. Nein, es ist jetzt nicht der X. Jetzt hast du eine Chance. Jetzt habe ich noch zwei Chancen. Was braucht man noch? Ja, schon in jungen Jahren sagt man, der hat. Ausdauer. Das, was du hast. Ausdauer. Das, was du hast, Simon. X. Aus X. Das, was du hast? Was auch nicht. Talent! Und sein ewige Talent. Hard work. Hat auch gesagt, hat sowieso nicht mehr gelangt. Also, der Severin Blindenbach gewinnt mit Abstand. 164 Punkte aus 87. Leider ein harter und schwacher Einstieg, Simon. Ich kann nur noch besser kommen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns schon bald wieder.